Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer Position heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von F1 2019 Karriere mit Charles Leclerc hier bei uns auf Sporting Games TV. Heute starten wir beim großen Preis der USA kurz von der Pole Position. Und zwar startet Valtteri Bottas von Platz 2 und unser Teamkollege Vettel von 3. Und jetzt geht's los mit den Infos zur Strecke. Session Vorhersage erstmal, es wird die ganze Zeit trocken bleiben, bewölkt und zum Teil sonnig. Wir werden einen Boxenstopp machen, einen Pflichtboxenstopp. Boxenstopp erledigen dann 14 Runden, oder werden wir machen, 14 Runden müssen wir fahren in einer geschätzten Zeit von 16 Minuten 41,311. Das ist nämlich der große Preis der USA, den wir schon mal gefahren sind, nur halt in der verkürzten Version, die halt auch zu unserer Fahrer-WM mit dazu gehört. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Rennen zum großen Preis der USA kurz in der F1 2019 Karriere mit Charles Leclerc hier bei uns auf Sporting Games TV. Viel Spaß mit dem Rennen. Dann von Platz 3 ins Rennen vor Max Verstappen, der auf der 4 startet, und Weltmeister oder jetzt fast Weltmeister Lewis Hamilton, der dann auf der 5 oder von Startplatz 5 ins Rennen gehört. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Rennen zum großen Preis der USA kurz hier bei uns in der F1 2019 Karriere mit Charles Leclerc hier bei uns auf Sporting Games TV. Viel Spaß mit dem Rennen. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Rennen jetzt hier bei uns auf Sporting Games TV. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Valtteri Bottas ist an uns vorbei. Wir sind jetzt nur noch Zweiter. Aber jetzt kommt der Überholversuch und wir sind vorbei. Wir haben Bottas überholt. Wir sind wieder auf Platz 1.
Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! So, und das DRS ist aktiviert. Und unser Teamkollege Sebastian Vettel ist an Valtteri Bottas vorbei. Bottas jetzt nur noch auf Platz 3 und unser Teamkollege Vettel auf Platz 2. Aktuell Ferrari-Doppelsieg möglich. Und das DRS ist jetzt auch aktiviert, wie wir das gerade in der Einblendung oben gesehen haben. Sebastian hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Noch 11 Runden. Wir holen die nächste schnellste Runde, Rennrunde. Oder wir fahren die nächste schnelle Rennrunde, so besser gesagt. Wir sind ja aktuell noch auf dem Soft-Tire, also auf dem weichsten Reifen, unterwegs und werden dann bei unserem Boxenstopp, dann auf die Medium-Reifen wechseln, die gelben markierten. Auf die werden wir dann bei unserem Boxenstopp wechseln. Bestätigung von dem, was ich gerade erzählt habe. Dass wir bei unserem Boxenstopp dann auf Medium wechseln werden. Auf die Geldmarkierung. We'll be right back.
nächsten Stoppfenster öffnet sich nächste Runde. Noch 8 Runden. Und wir werden vom Teamkollegen Sebastian Vettel eiskalt überholt. Aber wir müssen jetzt eh gleich die Box. Das würde ich jetzt Crash vielleicht vermeiden. Ja, wir müssen glaube ich Crash vermeiden. Wir haben einen Überschuss an Benzin, der uns langsamer macht. Stell um auf Benzinmischung 3 und gib etwas mehr Gas. Vielleicht hat er uns deswegen überholt, weil wir zu viel Benzin haben jetzt. Aber wir sind wieder an unserem Teamkollegen vorbeigezogen. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Achte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Fahr nicht zu schnell. Nein! Oh mein Gott! Durch diese blöde Boxenausfahrt haben wir uns den Frontflügel zerstört. Und müssen den jetzt auch noch austauschen. Oh Mann! Das ist schwierig. Losfahren! Losfahren! Leichtes Überholmanöver war relativ schwer, aber wir haben ihn. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Sebastian, unser Teamkollege Sebastian Vettel in der Box. Mal gucken, ob wir schaffen, an ihn vorbeizukommen. Fährt jetzt wieder los. Wir sind jetzt auf Platz 6 hinter dem Top 2, würde ich sagen. Aber das war auch ärgerlich mit dem Frontflügel. Hier wir uns in der Boxenkasse zerstören. Oh nein, auch mal mit 3 Sekunden Strafe. Das wird ja immer lustiger. Du musst vor den Kurven bremsen, wir wollen keine Strafe aufbekommen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ich glaube. Das glaube ich nicht.
Flügel nicht kaputt ist, im Gegensatz zu unserem. Wir werden hier durchgereicht. In den scheiß Red Bull, der unsere Fortbildung kaputt gemacht hat. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Och man, da geht wirklich gar nichts mehr. Wir werden hier keine Punkte mehr holen. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Und dieser Crash rundet den großen Preis der USA kurz nochmal richtig ab. Wir sind ausgeschieden. Beide Frontflügel komplett im Arsch war. Und ich da nicht ein oder nicht mehr gegenlenken konnte. Ja, wir sind ausgeschieden. Damit können wir höchstwahrscheinlich auch unsere Träume vom Vize-Weltmeistertitel vergraben. Denn damit bin ich eigentlich nicht, oder davon bin ich nicht ausgegangen.
Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Parc Fermé fährt. Was für ein tolles Rennen. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Es klingt vielleicht etwas vereinfacht, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos liegt. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich hatte heute sicherlich nichts auszusetzen an der Leistung von Kevin Magnussen, der ein unglaubliches Rennen geliefert hat. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also unser Teamkollege Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis der USA kurz. Auf Platz 2 dann Red Bull-Pilot Alexander Albon, Valtteri Bottas, der Mercedes-Pilot, dann auf 3. Weltmeister oder Fast-Weltmeister Lewis Hamilton, dann auf Platz 4, Sergio Perez auf der 5, Max Verstappen auf der 6, Lando Norris dann auf der 7, auf der 8, Renault-Pilot Danny Ricciardo, auf 9, Carlos Sainz und auf 10, dann Kevin Magnussen. Und wir sind am Ende, da wir ja leider ausgeschieden sind, nur 19. Wir sind ja DNF. Am Ende schauen wir uns dann nochmal die Fahrer-WM an. Wir sind jetzt noch wieder auf 3 gerutscht, weil wir ausgeschieden sind und Valtteri Bottas ist jetzt 6 Punkte vor uns. Das heißt, der Vize-Weltmeistertitel ist trotzdem noch möglich. Lewis Hamilton führt das Ganze weiter mehr an mit 381 Punkten auf Platz 2, dann Valtteri Bottas mit 334 Punkten. Und wir dann auf Platz 3 mit 328 Punkten und 53 Punkten Abstand zu Hamilton. Auf Platz 4 dann Teamkollege Sebastian Vettel mit 307 Punkten, auf Platz 5 Max Verstappen mit 298 Punkten und Alexander Albon, der Red Bull-Pilot, auf der 6 mit 208 Punkten. Und dann sehen wir noch die Konstrukteurs-WM. Mercedes führt es weiterhin an mit 715 Punkten, Ferrari auf Platz 4 auf Platz 2 mit 635 Punkten, auf Platz 3 dann Red Bull Racing mit 506 Punkten. Das war das Rennen zum großen Preis der USA kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Rennen. Platz der Vize-Weltmeistertitel ist für uns ja noch weiterhin möglich. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao.